Hallo, ich sitze heute hier, also ich bin Max Liebmann, vielleicht sage ich das nochmal, und ich sitze heute hier mit Philipp D'Acunha von der SPD-Fraktion. Und du bist ja einer der noch jüngsten Abgeordneten überhaupt in diesem Landtag. Und deswegen ist meine erste Frage im Prinzip, ob du dir mit 16 schon vorstellen hättest können, also hättest du dir mit 16 schon zugetraut zu wählen? Ja, ich denke schon. Ich habe mit 12 angefangen, im Kinder- und Jugendparlament mich zu engagieren, weil ich gemerkt habe, dass man, wenn man sich selber mit Themen beschäftigt, dann hat man auch eine Meinung dazu und dann kann man auch schon in jüngerem Alter wählen. Warum nicht mit 16? Okay, und wenn du so an deinen Freundeskreis und dein soziales Umfeld von damals zurückdenkst, hättest du denen das auch zugetraut? Würdest du sagen, dass man das durchsetzen könnte, weitläufig? Ja, also ich glaube, jeder ist sicherlich in einem anderen Alter dazu bereit, zu bestimmten Themen aussagefähig zu sein, aber ich denke, insbesondere beim Wählen, wo es darum geht, sich vorher damit zu beschäftigen, da ist jeder, auch aus meinem, die meisten aus meinem Freundeskreis, sind dazu fähig, sich zu informieren, und ich denke, jeder kann dazu auch eine eigene Meinung finden. Deswegen finde ich das eigentlich eine gute Sache, wenn Wählen ab 16 wäre. Ja, gut. Politik und Chaos sind ja sehr zentrale Begriffe bei Jugend im Landtag. Man könnte ja meinen, dass diese Begriffe sich irgendwie ausschließen oder einander zumindest, also gegengesetzt gegenüberstehen. Findest du auch, dass sich diese Begriffe ausschließen? Und also wie ist das Verhältnis von Politik und Chaos für dich? Politik ist ein Tagesgeschäft, deswegen kann es immer mal chaotisch sein. Deswegen ist, glaube ich, Chaos oder auch mal ein bisschen frischen Wind reinbringen gar nicht schlecht. Also es ist jeden Tag was anderes, und ich glaube, Chaos ist an einigen Tagen, in einigen Sitzungen bestimmt auch mal vorprogrammiert. Deswegen, irgendwo passen die schon zueinander. Gut. Das schließt auch gleich daran an. Warum eskalieren Diskussionen im Landtag so oft? Ich glaube gar nicht, dass sie so häufig eskalieren. Es gibt sicherlich zwischen einzelnen Abgeordneten der verschiedenen Fraktionen gibt es bestimmt schon persönliche Erfahrungen aus den letzten Legislaturen. Also wir sind ja neu dabei. Für uns ist das an der Stelle noch ein bisschen was Neues, also für uns die Debatten neu, die Themen neu, aber ich glaube, wenn ich jetzt auch, es gibt ja welche, die sind schon in der dritten Legislatur oder länger, wenn die eine Debatte vielleicht zum sechsten Mal hervorgeholt wird, dann wäre ich, glaube ich, auch ein bisschen vielleicht gereizt. Es gibt an einigen Stellen, da merkt man schon diese persönlichen Befindlichkeiten, und deswegen glaube ich, ist halt dieser Hauptgrund, dass man diese Debatten immer wieder hat. Ich glaube, die Jüngeren betrifft das noch gar nicht, und dann ist es natürlich so, und das hat der Politik an sich, dass insbesondere die Opposition natürlich auch versucht, die Regierung zu treiben. Das heißt, wir müssen zu Themen, wo wir vielleicht ähnlicher Auffassung sind, müssen wir vielleicht auf einmal in die Defensive gehen, und die Opposition versucht, uns anzugreifen. Und deswegen ist das, glaube ich, ein ganz typischer Vorgang in der Politik. Man möchte ja auch, Politik ist immer noch werben für die beste Idee. Und das ist halt, glaube ich, auch der Punkt, wo es dann in diesem Streit, in dieser Debatte drum geht. Ja. Okay. Habt ihr noch Fragen? Vielleicht noch eine persönliche Frage von mir. Ihr habt ja als Landtagsabgeordnete einen ganz schönen straffen Zeitplan. Also wenn ich mal so Leuten auf Instagram folge, die sind ja jeden Tag woanders, zum Teil irgendwie an einem Tag, 4 unterschiedliche Orte, halten da überall Reden. Und speziell diese Reden, schreibt ihr die eigentlich alle selber? Oder habt ihr da Zuarbeiter, werden die vorbereitet? Habt ihr da vielleicht auch Muster, wo ihr nur so einen Namen einfüllt oder so? Wie läuft das? Also wenn eine Debatte im Landtag ist es nämlich so, da haben wir in so vorgefertigten längeren Reden, da müssen wir auch teilweise 10 Minuten oder länger reden. Da schreiben wir den Großteil selber, aber kriegen auch Zuarbeiter. Also versuchen bei einigen Themen, wenn die mehrmals auftauchen, versuchen wir alte Reden rauszuholen. Mhm. Und ja, wir sind sehr viel unterwegs, weil wir im Wahlkreis sind, wir sind im Landtag unterwegs, wir sind natürlich auch in unseren Sprecherfunktionen, versuchen wir auf verschiedenen thematischen Bereichen unterwegs zu sein, auf Veranstaltungen. Ich bin heute Abend auch noch auf dem Empfang, wo ein Verband eingeladen hat. Da geht es auch darum, zu repräsentieren. Aber in vielen Fällen ist es einfach so, dass wir auch gar keine vorgefertigten Reden haben, sondern wenn ich jetzt das 10. Mal über dasselbe Thema spreche, dann kann ich auch mal eine halbe oder dreiviertel Stunde drüber sprechen. Ich kenne das, wenn ich jetzt zum Beispiel in eine Schule gehe und eine Stunde referieren soll, dann klingt das für den einen oder anderen viel. Aber ich hange mich von Thema zu Thema. Ich fange einfach mit, ich weiß auch gar nicht, worüber ich spreche, ich greife mal ein Thema raus, und irgendwann wird das immer mehr und immer länger. Und man hat einfach die Erfahrung irgendwann und die Übung. Ist ja auch das Handwerk der Politiker, ne? Reden. Genau.